Zu Wort gemeldet hat sich Herr Maximilian Krah. Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kollegen, jetzt muss ich doch etwas Wasser in den Wein schütten, denn das, was wir hier mit einer zweiten Debatte feiern, ist eine PR-Kampagne. Durch das Jahr der Schiene ist keine einzige neue Strecke gebaut worden, kein einziger neuer Zug fährt. Genau das ist das Problem. Wir sind zwar begeistert von der Bahn, aber nach wie vor kostet eben der Bau einer einfachen neuen Strecke mehrere Jahrzehnte. Selbst eine Straßenbahnlinie in meiner Heimatstadt Dresden hat längere Planungs- und Bauzeiten als eine U-Bahn-Strecke in Asien. Da kann man viele Jahre der Schiene noch machen. Es wird sich trotzdem nichts verändern. Und genau deshalb sind wir skeptisch gegenüber solchen PR-Aktionen. Was wir brauchen, ist tatsächliche Verbesserung der Bahnstrecken. Und das nicht nur zwischen den großen Städten, sondern auch im ländlichen Raum. Wo bleibt denn mal ein Programm der Kommission, Nebenstrecken so zu verbinden, dass sie wieder grenzüberschreitend sind? Da höre ich nichts, da sehe ich nichts. 3 verschiedene Züge im Jahr der Schiene durch Europa zu senden und ein bisschen PR für sich selbst zu machen, das ist die EU, aber das ist keine Politik für die Schiene. Vielen Dank.